Hallo meine Freunde, hier ist das Niveau und ich werde euch heute zeigen, wie man den Desktop aufnehmen kann oder Ingame aufnehmen kann. Das Spiel, das irgendwas Let's Playen mit Facecam und hast du nicht gesehen, was es da nicht alles für Möglichkeiten gibt. Genau. Und dazu drücken wir einfach mal hier mein Tutorial-Bildchen weg und hier bin ich. Hallo, peace, what's up? Ich werde euch jetzt zeigen, wie genau das Ganze hier funktioniert. Und dazu legen wir erstmal eine neue Szene an. Fügen hier eine Szene hinzu, die könnt ihr nennen, wie ihr möchtet. Ich habe sie Let's Play genannt in meinem Fall. Dann gehen wir erstmal auf Einstellung, würde ich sagen. Dann gehen wir auf Broadcast-Einstellung und hier wählen wir den Modus nur Dateiausgabe. Ganz wichtig. Dann wählen wir einfach irgendeinen Ordner, wo ihr die ganzen Dateien bzw. dann das fertige Let's Play oder was auch immer ihr damit vorhabt, abspeichern wollt. An. Jetzt bin ich aus dem Faden, habe ich den Faden verloren. Was? Hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr dann hier euren Ordner auswählen und dann noch hier unten eingeben, wie die Datei letztendlich heißen soll. Und dann einfach auf Speichern drücken. Dann können wir nochmal hier die Aufnahme starten, Aufnahme stoppen, Hotkeys setzen. Habe ich hier F1, F2. Nein. Video? Nein. So, jetzt kann man hier noch die Auflösung ändern. Das kann man aber alles selber herausfinden. Ich denke, das ist total einfach hier. Dann bei Audio kann man auch sein Mikrofon angeben und so weiter. So, jetzt kommen wir zu unserem Facecam-Kram. Hier kann man jetzt meinetwegen Videogerät hinzufügen. Ist ja in dem Fall ein Videogerät. Wählen wir hier unsere Webcam aus. Können die hier noch konfigurieren. Helligkeit, Kontrast, alles mögliche, was man da so einstellen kann. Dann kann man noch Monitoraufnahme, ist ja ganz wichtig hier, das was ihr hier so seht, das ist die Monitoraufnahme. Dann kann man noch Bilder einfügen. Ich habe jetzt mal, achso ja genau, das ist dieses hintergrundlose Bild, das seht ihr jetzt hier unten. Das ist einfach, habe ich mir irgendeinen Scheiß da ausgedacht, keine Ahnung. Dann kann man hier Pausebilder oder hast du nicht gesehen, was man halt so braucht. Dann, wenn ich hier jetzt auf Pause drücke, dann kommt das Pausebild. Dann macht ihr einfach, oh, jetzt habe ich es natürlich weggemacht, hier auf Bild und dann Bild hinzufügen. Was gibt's noch? Hier haben wir Monitoraufnahme, Fensteraufnahme kann man noch machen. Dazu müsste jetzt aber ein Fenster aus sein, das mache ich mal ganz kurz. So, jetzt habe ich das Photoshop-Fenster auf. Jetzt mache ich hier, zeige ich mir schon direkt an. Photoshop, Photoshop, Photoshop. Wählen wir Photoshop aus. Claro. So, und dann nimmt er auch nur Photoshop auf. Kann ich mal wieder minimieren hier. Dann kann man natürlich noch Texte hinzufügen. Game-Aufnahme. Ach so, das gibt's auch. Ja, dann nimmt er wahrscheinlich das Game auf. Ne? Ich mach's einfach immer mit Fenstermodus, Aufnahme, was hast du nicht gesehen. Ja, so viel dazu. Mehr gibt's da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Der Rest ist selbsterklärend, würde ich sagen. Und ich schlag einfach mal vor, ihr schaut bei unserem neuen Kanal vorbei, bei swiftygaming.de. Da ist der Swifty und ich und wir werden ein paar Let's Plays machen, vermutlich auch andere Videos. Da sind wir uns noch nicht ganz einig, wie wir das handhaben werden. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, schaut mal vorbei. Würde mich freuen, würde uns freuen, wenn ihr einfach mal bei uns reinguckt, so, was ihr davon haltet. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, meine Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.